Genau, also zu der Lorentzkraft. Ich habe letzte Woche auch einen Übungstermin aufgezeichnet, wo die Frage mit der Lorentzkraft behandelt wurde. Hatte ich auch, glaube ich, irgendwie eine Nachricht übers Nachrichtenforum rumgeschickt, wo das Ding so war. Also um das nochmal so ganz kurz zusammenzufassen. Eigentlich will ich jetzt nicht die Tafel voll klären damit, aber also wir hatten diese zwei Drähte. Ja, sagen wir mal so, die beiden Drähte zeigen irgendwie nach unten. So war das auch in der Aufgabe. Und nehmen wir mal an, durch beide Drähte fließt der Strom nach unten in die gleiche Richtung. So, jetzt braucht man wie üblich so diese rechte Handregel. Ja, und wir gucken mal auf den von euch aus gesehen rechten Draht. Ja, und da fließt der Strom auch nach unten. Und wieder Strom macht ein Magnetfeld, was sich so ringsrum dreht mit der rechten Handregel. So, und das heißt, wenn ich jetzt der Draht bin, durch mich der Strom durchfließt, zeigt das Magnetfeld auf der Seite in eure Richtung, hier vorne zeigt das nach so weg und auf der Seite zeigt das in Richtung der Tafelebene. Ja? So, also das heißt, wenn hier durch den Draht ein Strom fließt, zeigt da ein Magnetfeld in die Tafelebene rein. So, jetzt ist ja hier der andere Draht, jetzt bin ich der andere Draht, in dem fließt auch der Strom nach unten. So, Strom sind Ladungsträger und die Ladungsträger haben eine Geschwindigkeit, weil sie ja fließen, die zeigt auch nach unten. So, jetzt muss man die Formel für die Lorentzkraft wissen. Und die Formel für die Lorentzkraft lautet? Irgendwas mit dem Kreuzprodukt, das ist schon mal gut. So, irgendwas mit dem Kreuzprodukt. Jetzt, was ist in diesem Kreuzprodukt drin? Also in dem Kreuzprodukt muss ja irgendwie drin sein, die Geschwindigkeit und die magnetische Feldstärke und oder Flussdichte. Da gibt es eine Idee. Genau, V Kreuz B. Jetzt ist ja nur die Frage, was ist die Reihenfolge? Okay, das V steht vorne, V Kreuz B. Und dann wird das noch mit dem Q multipliziert mit der Ladung. Ja? Und die Ladung ist aber skalar, die hat keine Richtung, ist kein Vektor. So, also hier haben wir V Kreuz B. Jetzt die große Frage, wie rechnet man ein Kreuzprodukt aus? Also, oder was kommt bei einem Kreuzprodukt raus? Bei einem Vektorprodukt kommt wieder ein Vektor raus. So. Und der, genau, und der steht senkrecht auf diesen beiden anderen Vektoren. Ja, und jetzt gibt es wieder so eine rechte Handregel, die sich aber kein Mensch merken kann. Es gibt einen wunderbaren, wer kennt die Internetseite XKCD? Mit so tollem Ingenieur, hier geht so leicht eine Hand hoch. Also wenn man mal nach XKCD, also XKCD und Right-Hand Rule sucht, findet man tolle Erklärungen, wie sozusagen diese rechte Handregel noch so funktionieren könnte. Das Problem ist, ich kann mir diese rechte Handregel nicht merken. Und wenn ich mir die nicht merken kann, gehe ich immer davon aus, dass andere Leute sich das auch nicht merken können. So, ich kann mir aber sozusagen so eine so eine rechte Handregel für Kreuzburg kann ich mir merken. Und zwar, wenn man den ersten Vektor mit der rechten Hand auf kürzesten Weg in Richtung des zweiten Vektors dreht, dann zeigt der Daumen in Richtung des Ergebnisses. So, und jetzt kommen immer so sozusagen diese, wo man sich fast den Arm beibricht, diese Verrenkung. Ja? Also wir haben eine Geschwindigkeit, die zeigt nach unten. Und wir haben eine magnetische Feldstärke und Flussdichte, die zeigt in die Tafelebene rein. So, und das heißt, Geschwindigkeit zeigt nach unten, Flussdichte in die Tafelebene rein. Wenn ich jetzt die Geschwindigkeit mit der rechten Hand auf kürzestem Weg drehe in Richtung der Flussdichte, ne, das wäre so rum, zeigt der Daumen in Richtung des Ergebnisses und er zeigt zu dem anderen Leiter da drüben hin. Und das heißt, wenn der Strom durch beide durchfließt, in gleiche Richtung ziehen die sich an. Ja, und wenn wir jetzt irgendwo eins umdrehen, dann stoßen die sich ab. So funktioniert es mit dieser Lorentzkraft. Und ich meine, weiß nicht, wenn man da diese Aufgabe ausrechnet, hat man ja gemacht, dann kam da eben für 10 Kiloampere, was eben echt schon ziemlich großer Strom ist, ne? Das sind so 10 Straßenbahnen, die draußen irgendwie anfahren auf einmal, dann kam da aber zwischen diesen Leitern eben eine Kraft raus von 500 Newton und 500 Newton, hat man diskutiert, ist so, wie wenn ich 50 Kilogramm hochhebe auf der Erde. Ja, also wenn ich jetzt hier den Schrank mit dem Polylux hochhebe oder sowas. Und naja, also das ist schon ein ziemlich großer Strom, aber das ist auch schon eine ziemlich große Kraft. Und also es gibt auf jeden Fall Kräfte zwischen Leitern, die von Strom durchflossen sind und deswegen ja, muss man zumindest bei so größeren Installationen die Kabel auch mal ganz gut festmachen oder manchmal fangen die eben auch an, aufgrund der 50 Hertz Netzfrequenz, die wir haben, dann so zu vibrieren zum Beispiel, ne, oder machen irgendwelche Geräusche.